My name's Nicole, and I'm calling because I'm concerned about a friend of mine. One of the most cunning killers they've ever had to trace. Es ist zu spät! Sie kommen zu spät! Brutale Morde, dramatische Entführungen und andere eiskalte Verbrechen begegnen uns nicht nur beim täglichen Blick in die Nachrichten. Essen Sie's. Auch die großen Streaming-Plattformen beschäftigen sich immer mehr mit wahren Kriminalfällen. Seit Jahren herrscht hier ein regelrechter Boom. Vorreiter in dem Bereich ist definitiv Netflix. Allein in dieser Woche bringt der Streaming-Riese gleich 3 neue True-Crime-Highlights raus. Im Jahr 2019 wurde Nason Joaquin García, der Leiter der Kirche La Luz del Mundo, in den USA wegen Menschenhandels, Vergewaltigung und Kinderpornografie verurteilt. Die Doku »Die dunkle Seite der Kirche La Luz del Mundo« beleuchtet erstmals die Anklagen um den umstrittenen Prozess gegen García sowie die Enthüllungen von ehemaligen Kirchenmitgliedern über den Missbrauch und die dunkle Seite der Kirche. Ohne einen Apostel gibt es keine Kirche. Er wird zu Gott auf Erden. Wir sind die 5 Jane Does, die eine Klage gegen Nason Joaquin García erheben, wegen des sexuellen Missbrauchs, den jede von uns erlitten hat. Sind Sie der Mörder? 1999 wurde die britische Fernsehmoderatorin und Journalistin Jill Dando vor ihrer Haustür von einem Unbekannten erschossen, am helllichten Tag. Der Mörder wurde bis heute nicht gefunden. Ein Verdächtiger wurde nach Jahren im Gefängnis aufgrund mangelnder Beweise wieder freigelassen. Bis heute sorgt der Fall für Gesprächsstoff, denn auch 20 Jahre später gibt es noch immer keinen Hinweis über mögliche TäterInnen. In der Doku »Der Mord an Jill Dando« wird der ungeklärte Fall beleuchtet. Mafia, die Russen. Verflossene Liebhaber. Es stellte sich die Frage, ob das ein Attentat oder eine Hinrichtung war. Australian resident Jessica Wongso has been charged with the murder of Mina Salihin. Die Doku Eiskalt, Mord, Café und Jessica Wongso untersucht den spektakulären Mordfall von Wayan Mirna Salihin in Indonesien im Jahr 2016. Beschuldigt wurde ihre langjährige Freundin Jessica Wongso. Der Fall sorgte landesweit und auch international für Aufsehen und wurde der erste in Indonesien, der live im Fernsehen übertragen wurde. In der Doku werden die Hintergründe des Falls beleuchtet und wir sehen auch Interviews mit Mirnas Familie und der mutmaßlichen Täterin Jessica Wongso. Two beautiful, young, rich friends. What makes one poison the other?